Hallo, liebe Geschwister. Schön. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, wenn wir uns mit dem Jakobusbrief beschäftigen. Ich lese heute aus dem 4. Kapitel die Verse 11 bis 17. Sprecht nicht schlecht übereinander, Brüder und Schwestern. Wer schlecht über seine Geschwister spricht oder sie verurteilt, spricht schlecht über das Gesetz und verurteilt es damit zugleich. Wenn du aber das Gesetz verurteilst, bist du keiner, der das Gesetz befolgt. Dann erhebst du dich vielmehr selbst zum Richter. Es gibt aber nun einen Gesetzgeber und Richter. Er hat die Macht zu retten und zu vernichten. Wer bist du denn, dass du dich als Richter über deine Mitmenschen aufspielst? Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen, wir wollen ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Gewinn erzielen. Ihr wisst doch gar nicht, was der morgige Tag bringen wird. Was ist dann euer Leben? Ein Dampfwölkchen, das für kurze Zeit sichtbar ist und gleich wieder vergeht. Sagt stattdessen lieber, wenn der Herr es will, werden wir am Leben bleiben und dies und jenes tun. Nun seid ihr auch noch stolz auf eure Überheblichkeit, aber es ist schlecht, darauf stolz zu sein. Also, wer Gutes tun kann und es nicht tut, macht sich schuldig. Liebe Geschwister, noch einmal weist Jakobus seine Geschwister zurecht. Noch einmal kommt er zu dem Thema, wie man übereinander redet. Offenbar treibt es ihn um, offenbar scheint dieses übereinander zu tratschen und einander mit Worten klein zu machen und einfach Dinge auch weiterzutragen, ein ziemlich großes Problem in der Gemeinde zu sein. Diesmal allerdings argumentiert er etwas anders. Diesmal bindet er es und sagt, wenn du dieses tust und damit im Prinzip Schaden machst, dann stellst du dich gegen das Gesetz. Mit dem Gesetz ist das, was das Alte Testament lehrt und damit natürlich auch das Gebot mit dem Zeugnis enthalten. Aber er macht deutlich, an dieser Stelle verletzt du das ganze Gesetz, wenn du eins deiner Geschwister verletzt. Und verletzen heißt auch eben in den Augen von anderen herabwürdigen oder gar ein Urteil zu fällen. Es ist schon etwas Herausforderndes, dass uns die Bibel an vielen Stellen sagt, leg nicht fest. Dieses, was im zweiten Gebot enthalten ist, macht dir kein Bildnis. Auch nicht von eben dem, was über der Erde, unter der Erde, auf der Erde ist. Leg nicht fest. Leg Gott nicht nur nicht fest, sondern leg auch den Menschen, der dir begegnet, nicht fest. Lass ihn die Möglichkeit zu wachsen. Lass ihn die Möglichkeit, sich zu verändern. Lass ihn die Möglichkeit, von dir neu entdeckt zu werden. Lass ihn die Möglichkeit zu leben und sich zu entfalten. Leg ihn nicht fest. Und der Verweis darauf, dass es nur einen gibt, der letztlich ein Urteil fällen kann und ein wahres Urteil auch fällt und dass das allein unser Gott ist. Er kann vernichten und er kann erhöhen. Er ist der, der letztlich eine Entscheidung trifft. Und diese Entscheidung liegt eben interessanterweise nicht bei uns. Und trotzdem, es ist ihm so wichtig, dass er es erneut aufnimmt. Wie reden wir übereinander? Wie reden wir über unsere Gemeinden? Auch über das, was uns ärgert? Das heißt nicht, dass wir verstummen sollen, sondern wir sollen unsere Worte mit Bedacht wählen.
Wir sollen die Möglichkeit lassen, den anderen zu reagieren. Wir sollen so reden, dass wir schon das, was irgendwo schwierig ist, benennen, aber nicht, dass der andere dadurch verletzt wird und sozusagen dann tatsächlich verstummt oder im Zorn gerät. Ich denke, dieses Anfragen, ist das richtig, ist eigentlich der einzige Weg, um selber ein Stück das Urteilen eben erneut in Gottes Hand zu legen. Und darum geht es auch im zweiten Bereich. Interessanterweise wendet er sich nun bewusst an eine Gruppe und nun zu euch. Und es ist die Gruppe offenbar der Händler, die auch dabei sind, die umherziehen, die ihre Pläne machen, die sich mit ihren Erfolgen brüsten. Und denen sagt er sehr deutlich, das ist toll, dass ihr euch da hinstellt und sagt, gut, ich werde im nächsten Jahr das und das und das machen. Und sagt aber bedenkt mal, all euer Plan, wie oft ihr das ohne Gott macht. Bedenkt mal, inwieweit wirklich eure Zukunft in euren Händen liegt. Hört auf zu prahlen damit, denn, um es im Gleichnis und oder mit den Worten Jesu zu sagen, sie sind uns vertraut vom Erntedankfest, wenn Jesus sagt, du Narr, und Gott das zu einem sagt, dann ist es vorbei. Wir können unser Leben nicht vorher bestimmen, dass wir sagen, dann und dann werden mich das und das tun, sondern letztlich ist es immer ein Stück in der Unterordnung unter Gott. So Gott will. Und er uns das Leben schenkt, planen wir dieses oder jenes. Es ist auch ein Stück damit, dieses euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein, was Jesus auch in der Bergpredigt sehr deutlich sagt. Das, was ihr sagt, darauf soll Verlass sein. Aber es soll auch deutlich werden, es liegt nicht alles in unserer Hand. Es soll auch deutlich werden, es gibt Dinge, die können wir nur unter Vorbehalt zusagen. Nicht dem Vorbehalt, naja, wenn ich Zeit habe oder man weiß ja nicht, ich bin ja viel beschäftigt, sondern unter dem Vorbehalt, wenn Gott mich ruft, dann gibt es keinen Morgen. So Gott will und wir noch leben. Eigentlich eine kluge Einstellung zum Leben. Ich erinnere mich immer wieder an meine Großmutter, mütterlicherseits, die eigentlich einen Lebensstil hatte, der mich immer beeindruckt hatte. Nämlich, wenn sie Post bekam, pflegte sie sich immer noch am Abend, bevor sie zu Bett ging, hinzusetzen und diese Post zu beantworten. Egal wie spät es wurde. Und als ich sie einmal danach fragte, warum sie das macht, sagt sie, ach, weißt du, ich weiß doch nicht, was morgen ist. Ich weiß doch nicht, ob es morgen für mich gibt. Aber das, was ich heute tun kann, das will ich heute tun. Und da will ich deswegen auch heute noch das beantworten, damit der Mensch, der mir das geschickt hat oder diese Frage hat, nicht umsonst wartet. Und so hat sie vieles im Leben gemacht, auch wenn sie mit uns geschimpft hat, weil wir uns wieder mal irgendwo drücken wollten vor irgendwelchen Aufgaben. Dann kam sie am Abend, setzte sich an unser Bett und bat uns um Verzeihung für manches böse Wort oder auch manchmal für eine Schelle, die wir gekriegt haben. Sie wollte das noch an diesem Abend klären, damit die Sonne nicht untergeht über ihren Zorn, über dem Ungesagten. So Gott will, wir noch leben. Hat mich tief beeindruckt, hat mich immer wieder auch bewegt, weil ich weiß, wie schwer das ist.
Aber es ist etwas, was deutlich macht, ich verfüge nicht über meine Zeit allein und ich verfüge nicht allein über mein Leben. Ich habe eigentlich auch nichts, wo ich wirklich bis stolz drauf sein kann. Alles gehört Gott. Alles, was mir gelingt, ist eigentlich durch ihn geschenkt. Und das ist ein Blick, der uns davor bewahrt, die Nase zu hoch zu tragen. Das ist ein Blick, der uns die Möglichkeit gibt, letztlich auch wenn wir Menschen begegnen, ihnen auch diesen Raum zu ermöglichen und ihnen deutlich zu machen, auch dein Leben liegt in Gottes Händen. Nicht um Angst zu machen, sondern um zu wissen, ich darf dankbar sein für jeden neuen Tag. Ich darf dankbar sein für das, was gelingt. Ich darf dankbar sein und natürlich auch vorausschauen und gern vielleicht auch einen Urlaub planen im Sommer unter der Voraussetzung, dass Gott es schenkt. Aber ich mache mir bewusst, dass ich dabei nicht der bin, der es vollendet, sondern dass letztlich es dann mir am Ende auch von Gott geschenkt wird. Und das ist eine Haltung, ein Lebensstil, der letztlich damit immer wieder auf Gott schaut, der nicht von oben nach unten schaut und schaut und sagt, hier, guckt mal, ihr kriegt ja nichts auf die Reihe, sondern der den Blick nach oben wagt und der uns entdecken lässt, diese liebenden Augen des Vaters. Und diese Führung und Leitung und ihm vertraut, auch im eigenen Plan. Möge uns dies ganz oft gelingen. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns auch gerade durch Jakobus die Augen öffnest. Wie oft machen wir Pläne und sind stolz auf all die Dinge, die uns gelingen und vergessen darüber, dass du Geber dieser Dinge bist und du unser Planen letztlich auch ganz schnell durchkreuzen kannst. Segne du uns und lass uns bewusst sein, dass alles, was wir tun, letztlich in deinem Namen geschehen soll. Und lass dies uns auch deutlich machen in dem, wie wir leben, wie wir reden und wie wir auch miteinander umgehen. Amen. So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag heute, dass Sie behütet bleiben und dass Sie diesen Tag mit Gott erleben.